Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir uns auf zum, wo ja wie Gabiok Eisfeld begeben, und davor haben wir noch einige Monster geplättet, zwei Monsteraufträge, meine ich. Und ja, wir haben die Schulklamotten angezogen und ich glaube, wir machen hier noch ein paar Monster platt. In der Hoffnung, dass ich ein paar Gegenstände bekomme. Dann auch ein neues Viech. Ja, ne. Für neue Viecher gestern hier. Oder ist das der Wolf? Ich weiß nicht. Der große böse Wolf. Da ist ein Kraut. So, von den Keilern haben wir schon die Gegenstände. Ich habe jetzt bei jedem Charakter hier diese Dingens Beuteobjekt-Dinger hier ausgerüstet, damit wir eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, die auch zu bekommen. Und dann machen wir mal. Oh Gott. Magino, komm mal her. Ich habe Angst. Alter. Rüstert, ja, Feuer. Will noch jemand Magie einsetzen? Du? Okay, komm her, boom. Feuersturm. Indignation. Okay. Mach mal eine Pause, Velvet. Oh, hier kommt ein besonderer Gegner. Oh Gott. Wir den schaffen, ich glaube nicht, habe ich davor, ich habe vor der Aufnahme gespeichert. Ne? Da ist noch so ein Mini-Viech aufgetaucht. Hallo, okay, Magelo, du musst ein paar Sachen absorbieren. Ihr seid, ja, ihr seid unbesiegbar. Ne? Ja, ich brauche. Nicht auf mich, ich brauche Magelo. Mein Leben, ich meine, setz eine Mystik an, einfach da. Danke, danke. Okay, muss ich sagen, wenn das nicht geklappt hätte. Boah, Dingens hier, damit ich den Zauber absorbieren kann. Seelendinger. Oh Gott. Boom. Wo ist das? Boom. Ich wollte irgendwas machen. Aber ich habe meine Mystik gerade eingesetzt und habe gesagt, nö. Mein Gott, der bekommt aber auch eine riesen Anzahl an Schaden hier. Alter, ich sehe nur Magie. Au! Na, okay. Dann kann ich doch nicht mal auswechseln. Oh Gott. Magelo, absorbieren bitte. Danke. Das ist zu weit weg von den Gegnern. Auf so zaubern, ey. Ja, wenn ich ja einwechsel, dann kommen die auch wieder allerdings. Wo ist das? Auf irgendeine Weise helfen die mir hier eigentlich hier. Alter, wie ich es Level 84 und wir machen da fertig. Halt sehr gut und Magie absorbieren, aber zu wenig. Oh Gott, der zieht uns noch nicht mal was ab. Ja. Ja. Warum, wie siehst du ihn an? Jawohl, alles läuft hier noch dran. Okay. Hi, boom. So, jetzt aber. Komm. Aber noch nicht, okay. Komm. Mystikart, komm. Mystikart. Oh Gott. Ich will gerade nicht so einen Mega-Angriff irgendwie, der uns wieder alle fertig macht. Und tschüss. Level 84. Ich bin ein Lehrer. Ich sage, dieses Wort gibt's nicht. Sehnsüchtiger Knies. Wenn auf schwere Schwierigkeit oder höher auf nach einem Kampf keine Beute zurückgelassen wird, wird die Beuterate für den nächsten Kampf von 2% erhöht. Das höre ich doch sehr gerne.
Okay. Er hat alles. So, jetzt nur so überpowert, weil ich jetzt aktuelle Klamotten trage. Das wäre irgendwie ironisch. So, was gibt mir denn Magie? Was gibt ihr denn Magie? Was gibt der Magie oder Magie? Gar nichts mehr. Haben wir schon. Ich muss die aber ablegen. Ja, dann nehmen wir die. Verdammt. Ja, eigentlich alle, ne? Velvet. Lass du wieder was hier zum. Warte mal, Betäubungsdauer. Aber mit ihm habe ich. Ja, mit ihm habe ich schon. Dann Eleanor? Weiß ich nicht. Warum ich sie als nächstes irgendwie damit gleichgesetzt habe, aber. Warte mal, ich bin jetzt draußen. Aber wie bist du denn draußen, wenn du drin bist? Ich brauche auch nur noch eine Sache, geil. Rocco, du hast noch eine Menge. Oh, du hast was gemeistert. Okay, das erklärt alles. Das erklärt natürlich alles. Das habe ich absichtlich gelassen, weil seine Angriffskraft dann wie blöd nach oben schießt. Da war irgendwas noch nicht gelernt. Willst du mich? Es ist kalt draußen, zieh Sommerklamotten an. Was die? Warum hast du denn immer noch so viele? Und Mitra-Stiefel, Schutzspringer, was? Okay. Dann nimmst du jetzt die Dinger hier. Weil Roku hat hier noch was. Warte, ich merke gerade, er hat. Braucht 999 Dinger. 999. So, gegen euch möchte ich kämpfen. Ihr gebt mir 4 Erfahrungspunkte. Ich mag die Erfahrungspunkte. Naja, mit dem zweiten Mystiker, da kriege ich einfach nicht hin. Da finde ich gut, wie sie das Lindwurm-Viech erledigt haben. Ich dachte, erst für jedes Gebiet gibt es irgendwie so ein Viech, aber scheint echt irgendwie nur so eine begrenzte Anzahl, so 5-6 Stück oder so zu sein. Wir haben, glaube ich, schon fast alle erledigt. Ich glaube, einer fehlt nur noch. Für jeden gibt, glaube ich, eine Trophäe. Ich habe schon, mir fehlt, glaube ich, nur noch ein oder so. Da muss ich sagen, wo ist die Truhe? War jetzt gut, wenn ich die Innenaufnahmen begegne, weil dann muss ich die nicht nur extra suchen oder so. Weil irgendwie die zu suchen, ich habe keine Ahnung, wie die auftauchen. Aber jedenfalls, weil ich habe ja immer hier so am Anfang des Parts hier irgendwie so Sachen von diesen Viechern reingeschnitten, aber die habe ich eigentlich auch nur zufällig getroffen und dann direkt meine Aufnahme hier angeschmissen, damit ihr auch was davon habt. Da finde ich gut, dass wir jetzt mal on screen hier begegnet sind. Das ist Papier, eine Sticke daran. Kann man vom Papier sticken? Mein Antivirus, was zum. Möchte ich nicht in meine Aufnahme ein, Antivirus. Ich will jetzt nicht den Namen von meinem Antivirenprogramm nennen, weil sonst heißt es wieder. Die sind aber voll geil. Gib mir die Gegenstände, verdammt. Ich rüste hier schon alles irgendwie so aus. So, Magilo. Magilloch. Magilloch. Was soll das für eine Sprache sein? Ich würde jetzt sagen türkisch, aber dann müsste ich sie Magilü nennen. Wegen vielen Üs in der türkischen Sprache. Dann hört sich wieder vollkommen anders an. Danirisch.
Wizard. Bum, 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 und zack und tschüss und mal zum Magier wechseln. Wie voll herausstich mit ihren Kostümen, ne? Alle hier so braun, schwarz. Sie ja irgendwie mit so einem bunten Parker. So ein Peter Parker. Okay. Die geben mir nicht die Gegenstände, die ich brauche. Verflucht seid ihr. So, jetzt ist das jetzt diese. Das ist wie so ein Armadillo, nicht so wie ein Wolf, oder? Oder ist das ein Wolf? Da ist doch ein anderes Viech. Frostzillo. Boah. Ah. Mit der Gitarre am Rücken. Die Mädels an der Schule stehen wahrscheinlich voll auf ihn. Wie viele von den Schulklamotten hier haben irgendwie Brillen? Ich glaube, Magilo und Eisen haben auch eine Brille. Okay, bei Eisen kann ich das so verstehen, wegen Lehrer, ne? Magilo hat, glaube ich, nur eine falsche Brille, also Brillen ohne Gläser oder irgendwie sowas. Was soll das? Ja, Brillen, die gar nicht notwendig sind. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was eine falsche Brille sein soll. Ich nehme an, das ist sowas. Ja, also mir mähen die Gegner irgendwie nieder. So schwer wie Gitarre spielen ist das zu meistern. So, keine Gegenstände. Ich habe meine ganzen Titel so eingestellt, aber ich krieg trotzdem nichts. Aber ich habe jetzt so ein Ventit, Glazit, was weiß ich, wie das Ding nochmal hieß. Das erhöht ja meine Beutrate jetzt jedes Mal um 2%, oder? Was ist das da hinten? Ich dachte erst, da wäre irgendwie ein Monster, hat irgendwie ein Eis gefangen ist und irgendwie mit seinen Augen so auf mich starrt. Kräuter. Sollte ich vielleicht auch mal irgendwann einsetzen, aber ich bin sehr pingelig, was diese Dinge angeht. Weiß nicht wieso. Gibt ja 6 Kräuterarten, glaube ich, ne? Ich würde dann jedem Charakter immer ein bestimmtes Kraut geben. Um diesen Charakter dann irgendwie zu so einem bestimmten Stat hier zu boosten. Bei Luffy-Stat kann ich mir zum Beispiel gut vorstellen, dass der Artabwehr hier am höchsten hat. Deswegen müsste ich den immer dementsprechend das Ding geben. Du willst hier angeln. Mit angelst du ein Fischstäbchen? Falkalacke. Kann mir irgendwie mal jemand erklären, was das hier überhaupt bringt, das zu machen? Außer hat man hier ein paar Tails-Münzen bekommt. Das hat irgendwie so einen Sinn, kriege ich dafür irgendwas Phänomenales oder ist das einfach nur um Tails-Münzen zu bekommen? Weil dann ist das ganz schön, ja, irgendwie nicht gut. Nein. Spende nicht meine Zeit, verdammt. Die Zeit meiner Zuschauer, was ja noch schlimmer ist. Wo sein Hebel schon noch 3 Schatztruhen sein? Was? Wo? Kann ich da hochsurfen? Nein. Aber halt. Weste, meine Güte. Haha, nein. Habe ich schon alles. Darf jetzt nicht wahr sein. So, wie komme ich? Halt. Da oben irgendwo, ne? Oder spende ich jetzt total? Wie macht man das nochmal? Wie kann ich hier da? Da ist oben. Ja,
komme ich dahin? Warte mal. Also, ich dachte, da wäre jetzt eine unsichtbare Wand oder irgendwie sowas. Ist ein Rollenspiel, okay? Da gibt's solche Sachen. Jetzt guck mich doch nicht so blöde an, ey. Ist nicht so, als würden wir hier einen Shooter spielen, wie Call of Duty oder irgendwie sowas. Ich würde sagen, ey, da ist bestimmt eine unsichtbare Wand oder so. Ja, das wäre natürlich total unlogisch. Aber Zombies, die machen Sinn. Oh nein, da ist die Guillotine runtergefallen. Du hast auf ihn ziehen. Ich werfe mein Papier hier auf den Boden. Was sagst du dazu? Was machst du jetzt, ne? Da guckst du doof. Okay. Wieder nichts bekommen, geil. Aber die Typen geben 4 Erfahrungspunkte. Da drin taucht wahrscheinlich wieder eine vollkommen andere. Wer bist du denn? Vor allem dann noch mit der Rüstung, das ist ja noch kälter wahrscheinlich, ne? Verdammte Städtler, ihr, oh, dafür bist du böse, ich schwör's dir. Warum tust du nicht drinnen? Warum tut denn der nicht drin Wache halten? Nee. Ich meine, ob dich jemand draußen oder drin kaputt schlägt, das ist doch nicht wichtig. So, hier drin tauchen wir wieder, wahrscheinlich wieder vollkommen andere Gegner auf und so. Ach, wir sind hier in der Stadt. Selbes Prinzip, ne? Oder die Leute haben sich einfach an der Kälte gewöhnt. Muss eigentlich jedes irgendwie... muss ja alles irgendwie so einen wissenschaftlichen Grund haben. Kann es nicht einfach nur so sein, weil es so ist. Die Leute in Alaska, die haben wahrscheinlich auch nicht irgendwie Vulkane irgendwie, die sie irgendwie warm halten oder so. Ne, die haben sich an die Kälte gewöhnt und ziehen sich halt dick an. Ja, schon in letzter Zeit oft solche Sachen gesagt, irgendwie, die er nicht gut findet, die aber irgendwie auf Velvet zutreffen. Was hat die Liebert dazu gesagt? Immer noch 2 mehr kaputt. Genau die beiden wollte ich auch vorschlagen. Aber erst mal klopfen an Shigos Tür. Fand ich gut. Ja, fand ich geil. Einfach Roko direkt. So, oh, da gibt's ja noch Shigo. Komm, den treten wir in den Hintern. Erstmal einkaufen und so. Fahrtmäßig passt das sogar halt ein bisschen hier hin, was Lafayette gerade trägt. Mombansaseられてることに随分怒ってたが、俺たちはすんなり通してくれたぜ。
3日連続で警備をさせるのはあまりにも厳しいってわかってるんだ。でもあいつはよその町からの流れ物で仕事も真面目にやらないし、手癖も悪くて遠赤の採掘作業をサボってみんなが働いてる間に留守の家に入って盗みを働いたんだ。それで町の外に立たせてるってわけか。ああ、もちろんご飯は差し入れてるし、 嫌なら村から出て行ってもいいとは伝えてある。ギャオ、あんなのが門番として役に立つのかい？悪さはする癖に気が小さいやつなんだ。ゴーマが出たら真っ先に門を閉めて逃げてくるはずさ。あいつは行き場がないみたいだし、そのうち反省してくれるといいんだけどな。あまり館中に立たせ続けると天国に行き場を見つけてしまうかもしれんぞ。OK、haben wir die Interim-Geschichte auch gelöst? Zerstören. Da gibt es ja einen Shop. Hallo. Oh, Kräuter, direkt mal stehlen. Werde ich auch vor der Stadt positioniert. Du. Hi. Nein, natürlich nicht. Ich bin der. Wie oft ist das schon in dem Spiel passiert? Oh, da gibt's diesen komischen Dämon. Ach, ich weiß nicht, erzähl mir mehr. Wie oft ist das schon hier in dem Spiel passiert? Alter. Goldruhe. Neptuntasche, die habe ich doch schon, ne? Nein, habe ich nicht. Merkurtasche, ne? Saturntasche, ah. Jupitertasche, gibt's von jedem hier eine. Jeden eine Tasche, 708. Geil, das, ウェブ美しい街ですね。雪で白いだけだろ。その白さがいいんじゃないですか。僕も綺麗だなって思うけど。住んでる連中が美しいとは限らんがな。もう愛前まで。サボった男を極寒の外に3日も立たせておくような優しい連中じゃからの。あの男が6でなしかもしれないし、どの街にだって。 Wir haben noch gerade den Sanitätsgeschicht gehört. ここで話し込んでても仕方がないわ。様子を見ながら街の一番奥まで行くわよ。巡察官なんだから自分の目で見て考えたら。ええ、そうしてみます。おだまにや。ich will darüber。Danke。Die Kleidung von Lafayette macht mich fertig, ey. Wenn eine andere Person sagen würde, der Typ sieht irgendwie aus, der Junge sieht irgendwie aus, als wäre er aus köstliche Milchschokolade gemacht. So sieht Lafayette aus. Ja, ich möchte meinen, da kann ich nicht hin. Möchte ich meinen Board haben. Oh, ich kann so hier drauf balancieren. Ha. Sagt er dazu, ne? Der Schokojunge läuft auf die Mauer. Boah. Ja, auf Tag gibt's wieder neue Sachen. Boom, nö. Natürlich könnten wir. Ach, der ist sogar hier. Ha, sollte ich vielleicht mal
Nee, das ist draußen, das Viech. Das ist wahrscheinlich da oben, das, was ich auf der Karte gesehen habe, ne? So, Shop. Ich kann wieder nicht raus, warum nicht? Doch, kann ich. Was? Okay, shoppen, 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 shoppen. Antriebsstiefel. Nur Müll. Leute. Ist mir schon bessere Sachen hier vortischen. Ja, da ist aber maximal KP erhöht im Kampf. So ein Schneemann, ich will auch einen Schneemann bauen. Möchte mal hier irgendwo übernachten, da oben. Vielleicht bringt es ja was. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Hier ist noch irgendwo ein Fragezeichen, ein Örtchen. Wahrscheinlich eine Taverne. Und wir wieder eine Comedy-Aufstellung machen. Wofür Magellos Managerie. Streich jetzt die Blumen. Okay. Dann. Gucken wir mal. Da liegt was. Wie soll ich denn da ankommen, Mann? Leute. So, Quest für dieses Dörfchen, Städtchen. Was? Der ist tot. Was? Die Seria-Schule wird euch beschützen. So, was? Mitten aus dem Nichts. Lost Fallen Drive. の特等隊ましに伝えなさい。次の日の夜、私はキララウスに生贄を捧げて聖主カノヌスの力を削ぐ。止められるものなら止めてみせろ。腕でゴーを食らった。こいつは我がなはサイカ。サイカの剣種ベルベットだ。 Warum? Ich glaube, wir machen das schon oft genug. ねなんか喋らないわよ。しつけは姉さんにちゃんとされたの。そりゃもったいないの。骨周りの肉が一番うまいんじゃぞ。そうだね。とにかくこれで私たちの戦いにメイル氏の人を巻き込まない。いやいや、wir sind gefürchtet。もう十分巻き込んでるわ。今まで気づいてきた生活を奪ったんだから。そもそも特等でも呼び寄せるためにやっただけよ。これは私の勝利です。サイカの剣士。聞かなかったことにしておくわ。一等隊員様。南に集団が逃げてったけど、何事だよ。レンウィック。どうしてここへ。副長に届け物ができたんです。黒金やモアナたちも一緒だよ。モアナまで？どうしても追いかけるって。これは私の新しい家。エレノアが死ぬ夢を見たんだって。 Sie gerät, dass ich gekümmert. Dore Kreuz Kakarkana.
そうさな。到着は日の夜あたりじゃろて。なら、ちょっと時間をもらうぜ。黒金は俺に用があるんだろ。ああ、そう言ってた。ちょうどいい。おのおの休息を取っておけ。そうね。戦いの準備も必要だし。最後の自由時間かもしれん。例によって思い残すことがないようにな。 ist das die letzte Nacht oder was? Okay. Dann speichern wir mal hier und jetzt laufen alle mit ihren Dingsklamotten in den letzten Gesprächen herum, nehme ich an, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ich bedanke mich alles fürs Zuschauen. Hinterlasst doch bitte mal einen Kommentar, ein Like oder ein Abo und dann ja, sieht man sich in der nächsten Folge, ne? Ciao, ciao.